Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 4. Wir sind immer noch im Zug nach Alexandria. Ui, ui, geh weg. So, tut mir leid, den muss ich mal kurz aus dem Weg räumen. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts. Nein. Bin ich jetzt hier eigentlich richtig? Doch, ja, ne? Ich glaube schon. Ich kann mich noch einigermaßen daran erinnern, an ein, zwei Sachen in diesem Level. Ich dachte eigentlich, ich müsste eine Brechstange finden. Bis jetzt war da noch nichts. Oh, okay. Ich glaube jetzt... Ja, ich habe es fast befürchtet, dass ich da runterrutsche. Aber das ist zum Beispiel was, woran ich mich tatsächlich erinnere. Ich glaube, ich kann mich hier entlanghangeln. Kann das sein? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall werde ich das mal abspeichern. Wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Da war gerade übrigens ein Spielstand, den ich jetzt gerade überschrieben habe. Was daran liegt, dass ich gerade schon mal die Aufnahme gestartet hatte. Ich weiß gar nicht, warum ich da gespeichert hatte. Keine Ahnung. Und dann nochmal kurz aufhören musste. Weil ich den Eindruck hatte, dass mein Ton zu laut war. Okay, das hat auf jeden Fall geklappt. So, oh. Wir werden auf jeden Fall auch aus der Luft beobachtet. Ich traue der Sache gerade nicht. Kann ich da hochspringen? Kann ich nicht. Scheiße, verdammt. Da hätte ich jetzt mal besser gespeichert. Ach nö. Okay. Also gut, nochmal. Dann sehen wir halt den Hubschrauber nochmal. Das ist ja egal. Also wir werden aus der Luft beobachtet. Wahrscheinlich von Kreu. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt eigentlich schon fast damit gerechnet, dass sich da wieder irgendwelche Ninjas abseilen. Aber bisher haben wir da jetzt noch unsere Ruhe. Läuft eigentlich auch soweit ganz gut. Ich bin ziemlich froh, dass wir eigentlich einigermaßen gut vorankommen. Ich habe also vor, dass jetzt... Also ich dieses Level werde ich jetzt auf jeden Fall noch fertig spielen und vielleicht auch das nächste. Das weiß ich noch nicht so ganz. Und dann wird dann schon so der Zeitpunkt kommen, wo ich gerne meinen Gast, meinen ersten dabei hätte. Schaue ich mal von hier aus vielleicht, weil das höher ist. Ich speichere das jetzt nochmal, damit wir die Katze nicht ständig sehen müssen. Ansonsten... Aber wir hätten wahrscheinlich die Tür in... Ja, wir hätten die irgendwie öffnen müssen. Die Frage ist nur, wie... Kein Hebel, keine Brechstange, kein Schalter, nichts. Ich kann natürlich hier oben drauf, aber... Ja, schön, jetzt stehe ich hier oben. Ist viel zu weit zum Springen und die Tür ist zu. Ich weiß, dass da ganz am Anfang im Zug noch ein anderer Hebel war, den ich nicht benutzen konnte, weil da eben eine Stange oder so gefehlt hat. Ich habe aber auch keine Brechstange irgendwo gesehen und eigentlich hatte ich auch alles abgesucht. Was mache ich denn jetzt? Kann ich da dran hochklettern? Oh, ja, kann ich. Okay, das sah jetzt für mich nicht so aus. Da muss ich jetzt gerade mal dem Spiel ankreiden. Es hat durchaus die Möglichkeit, Texturen so zu gestalten, dass man das erkennt. Aber es tut es nicht immer. Bin ich jetzt schon am Ende des Zugs? Ja, du musst schon ein bisschen näher hier rankommen. Sonst wird das nichts, mein Freund. Hallo? Ja, so kann ich ja ewig auf ihn ballern. Mal schauen, ob ich ihn ein bisschen hier näher ranlocken kann. Naja gut, ich kann ihn dazu bringen, dass er schießt. Das macht das Ganze jetzt nicht besser, weil ich jetzt gleich erstmal mich heilen muss.
Okay, wenn ich genügend Abstand habe, dann packt er seine Knarre aus und dann ist er zumindest nicht mehr geschützt. Wenn ich mich jetzt mal kurz umdrehe. So. Ach, jetzt komm schon. Ich kann mich doch jetzt nicht ewig hier mit dir aufhalten. Na also. So. Ja, toll. Jetzt sind wir am Ende des Zuges. Ich nehme aber an, dass ich hier in diesen letzten Waggon rein muss. Kann ich hier unten vielleicht reinklettern? Huch. Haha. Ein Geheimnis. Ich wollte kein Geheimnis. Ich wollte das Levelende. Die Kiste kann ich nicht verschieben. Okay. Da ist nochmal Munition. Ja, hier liegt ein Haufen Gerümpel rum, aber... Ja, toll. Jetzt sitze ich ja hier total fest. Wie soll ich denn jetzt hier wieder wegkommen? Ich hätte wahrscheinlich doch irgendwie eine Brechstange gebraucht, aber... Moment, da kann ich mich jetzt vielleicht wieder rüberhangeln. Vielleicht kann ich ja auch in den Waggon rein, wenn ich mich auf der anderen Seite nochmal dranhänge. Was bringt mir denn das jetzt? Jetzt bin ich den kompletten Zug entlang gehopst. Geht die jetzt auch auf? Warum hat sie sich jetzt da nicht festgehalten? Ach Mensch. Wo habe ich denn jetzt zuletzt gespeichert? Ach da, ja gut. Ja, aber... Da habe ich ja jetzt auch wieder nur den Typen auf dem Waggon, den ich da erledigen kann. Nee, da hangeln sie sich nicht drüber. Okay. Vielleicht hatte der Typ eine Brechstange und ich habe ihn aus Versehen hier runtergeschossen. Ja, aber er bleibt hier auf der Ecke stehen. Das... Ja, soll er ruhig auf mich schießen. Er macht gerade auch nicht so sehr viel Schaden. Okay, jetzt verteidigt er sich wieder. Okay, jetzt ist er zumindest hier auf dem Waggon gestorben. Aber er hinterlässt uns nichts. Das Geheimnis holen wir uns jetzt natürlich trotzdem. Auch wenn ich jetzt aktuell echt nicht weiß, wie ich dann hier weiterkommen soll. Es ist ja schon allein ein Geheimnis, wenn man hier hinkommt. Also wird hier ansonsten auch nichts mehr zu machen sein. Und wie gesagt, ich habe ja geguckt, ob ich Kisten verschieben kann oder so, aber das geht nicht. Und die Tür hinten geht nicht auf, was mich wundert, weil eigentlich hätte die, glaube ich, aufgehen müssen. Ich kann jetzt natürlich nochmal den ganzen Zug abgrasen. Aber ich bin mir eigentlich wirklich sicher, dass ich mir da alles angeschaut habe. Und ich wüsste nicht, wo da noch was sein könnte. Wie gesagt, ich weiß, da war am Anfang war so eine Hebelvorrichtung, wo ein Hebel gefehlt hat. Aber ich habe ja nichts, was ich reinstecken kann. Ich dachte auch tatsächlich, dass ich in Erinnerung hätte, dass es eben im Zugbereich eine Brechstange gibt. Die habe ich aber auch nicht gefunden. Ja gut, dann hangeln wir uns jetzt hier nochmal am Zug entlang. Ich bin jetzt ziemlich ratlos gerade. Das Level an sich ist nicht besonders lang. Also eigentlich dachte ich, dass ich das locker in dieser Folge schaffe. Aber irgendwas muss ich da definitiv übersehen haben. Ich weiß nur noch nicht was. Das ärgert mich jetzt doch ziemlich, muss ich sagen. Vielleicht hätte ich mich hier irgendwo an der Seite noch... Aber Moment...
Und beim letzten Abteil hätte ich mich da an der Seite vielleicht noch entlanghangeln können. Das könnte ich natürlich noch versuchen. Das mache ich jetzt noch schnell. Ich hangel mich nochmal zurück. Entschuldigung. Und schau mal, ob ich mich an den Seiten des letzten Waggons entlanghangeln kann. In den anderen Waggons war ich ja drin. Die haben ja, die bergen ja jetzt nichts mehr, wo ich sage, da könnte ich was übersehen haben. In denen war ich ja überall. Bloß beim letzten, da war ich nur in diesem hinteren Bereich mit dem Geheimnis. Also, wenn ich Glück habe, komme ich da vielleicht seitlich irgendwo rein. Kann es mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt vorstellen, aber. Also gehen wir mal so ungefähr zur Mitte hin. So. Ah, seht ihr das? Haha. Halt, Moment. Nicht loslassen, Lara. Wir machen das so. Ach, sie wollte da jetzt nicht runterklettern. Jetzt hängt sie irgendwie fest. Da. So, na also. Habe ich mir ganz umsonst Sorgen gemacht und ich habe wohl doch nichts übersehen. Da ist wieder so ein Hebel ohne Stange. Ah, aber da liegt jetzt Zeugs rum. Okay, alles klar. Nochmal eine Schrotflinte. Wie viele dürften wir jetzt. Also, wir kriegen es ja leider nicht angezeigt im Inventar, wie viel wir haben, aber das ist jetzt bestimmt schon unsere fünfte. Zweimal Uzis haben wir auch schon gefunden. So, jetzt haben wir unsere Brechstange. Ich wusste doch, es gibt eine Brechstange im Zug. Verdammt nochmal. Und jede Menge Munition. Ich muss mir wirklich angewöhnen, hier mal ein bisschen mehr das Gewehr vielleicht zu benutzen oder so. Und nicht immer nur mit den Pistolen zu ballern. Aber ich komme damit halt gut zurecht. Okay, vielleicht von der anderen Seite. Brechstange, genau. Was haben wir jetzt gemacht? Haben wir jetzt den Zug angehalten? Wow, wir haben die Tür geöffnet. Guten Tag. Warum erschrecken die mich immer so? Ich weiß doch ganz genau, dass die Gegner unterwegs sind. Ah, jetzt darf ich mich echt auf den letzten Drücker nochmal heilen. Aber das Risiko, da jetzt drauf zu gehen, ist mir einfach zu groß. Ich weiß ja nicht, ob da vielleicht nochmal einer rausspringt. Aus irgendeiner Ecke. So. Kann ich hier irgendwelche Kisten verschieben? Kann ich hier vielleicht noch was? Nee, da kann ich nichts machen. Jetzt habe ich die Brechstange. Wollen die jetzt vielleicht, dass ich mit der Brechstange nochmal den ganzen Zug zurückgehe? Da war ja noch, glaube ich, irgendeine Tür oder irgendwas. Ja, oder eben, genau, da war ja dieser andere Hebel, den ich nicht benutzen konnte. Und jetzt könnte ich das, weil ich ja die Brechstange habe. Das heißt, ich darf den kompletten Zug nochmal zurückhüpfen. Na, klasse. Gut, so wirklich weit ist es nicht. Aber es ist jetzt ärgerlich. Aber anscheinend habe ich alles richtig gemacht bisher. Ich werde jetzt auch gleich nochmal speichern, weil die Gefahr, dass ich da irgendwo nochmal vielleicht falsch springe und dann unter den Zug gerate, die ist ja doch durchaus gegeben. Nochmal. Jetzt gehen die ganzen Türen auf. Auch nicht schlecht, okay. Kann ich den von hier aus erledigen? Weg ist er. Was macht denn der? Der taucht immer wieder auf, dann ist er wieder weg. Es ist anders als in anderen Tomb Raider-Teilen. Da war es ja so, wenn man die Schießentaste gedrückt gehalten hat, dann hat sie dann halt aufgehört zu schießen, wenn derjenige außer Reichweite war und hat ihn permanent im Visier behalten. Und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt hört sie dann halt einfach, jetzt schießt sie dann halt einfach ins Nirgendwo. Ich habe gerade schon wieder Klingen gehört. Das
das sah mir jetzt einfach nur irgendwie komisch aus. Ich habe eher gedacht, dass sie das vielleicht... Noch ein Geheimnis, okay. Ich dachte eher, dass sie da vielleicht die Kiste reinschieben kann oder so. Ich sehe nichts. Ich habe gerade schon gehört, dass da nochmal einer hier in der Gegend ist. Irgendwas sammle ich gerade ein. Oh, geil, den Granatwerfer. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war er doch, oder? Der Granatwerfer. Und ich habe schon ein paar Granaten. Ich schaue jetzt nochmal, ob noch was in der Ecke liegt. Ich höre schon, dass da noch einer ist. Da liegt tatsächlich noch was. Noch mehr Granaten. Ich weiß jetzt nicht... Ich bin gar kein besonders großer Fan von Granaten. Und zwar deshalb, weil man die nicht bei allen Gegnern bzw. nicht in jeder Umgebung benutzen kann. Und die Gefahr immer da ist, dass Lara sich damit selber verletzt. Hi! Jetzt übertreibt es aber. Okay, alles klar. Alles, was recht ist, aber irgendwann. Danke. Da hat er mich doch einfach vom Zug runtergeschoben, der Vollpfosten. Wo hatte ich das letzte Mal gespeichert? Ah, okay. Beim Geheimnis. Das geht ja gerade noch. Ja, okay, ich werde mich dann sofort mit dem Gewehr an die Typen ranmachen. Oder ich nehme tatsächlich den Granatwerfer, wenn ich ihn schon habe. Also, Granaten sollte man nicht in engen, geschlossenen Räumen verwenden. Nur wenn man genügend Abstand hat. Und sie sind geeignet, um mehrere Gegner auszuschalten. Theoretisch könnte ich... Ja, ich glaube, ich benutze die jetzt tatsächlich... Und zwar schon allein aus dem Grund, weil ich weiß, dass die Granaten bei mir sonst nicht allzu häufig zum Einsatz kommen werden. Und dann kann man das ja gleich mal versuchen, ne? Also, was haben wir denn alles? Wir haben halt Ammo wählen. Wir haben Leuchtspur-Ammo, wozu ich die brauche, ich habe keine Ahnung. Und die normale, leichte Ammo. Dann nehmen wir die mal so. Habe ich das jetzt gerade gespeichert oder nicht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Okay. Ja, zwei Schuss, alle Gegner weg. Kommt da jetzt noch einer nach? Das wüsste ich natürlich ganz gerne, weil ich mich sonst ansonsten nochmal heilen würde. Kommen bestimmt noch mal welche. Ja. Okay. Also das Spiel will, dass wir einmal den Zug komplett in eine Richtung abgrasen und dann den kompletten Weg wieder zurücknehmen. Heilen. Und dann, ja, das Gewehr wäre durchaus eine Option. Schießt mich da echt. Die schieben mich da echt runter, diese Idioten. Oder ich spring selber. Das war jetzt natürlich keine Absicht. Shit, verdammt. Ich habe das Level gar nicht so nervig in Erinnerung, ehrlich gesagt. Okay. Also den ganzen Scheiß nochmal. Das hat jetzt diesmal nicht so gut geklappt. Da habe ich zu lange gewartet. Vorhin habe ich genau den richtigen Moment abgepasst, sodass die Granate beide erwischt hat. Habe ich jetzt beide? Tatsächlich, obwohl sie so weit auseinander gestanden waren. Vielleicht ist die Granate jetzt auch bei den anderen Gegnern nachher nicht die schlechteste Wahl. Der Part ist auch gleich wieder zu Ende, aber ich habe eigentlich schon gehofft, dass ich vielleicht dieses Level noch schaffe in dieser Folge.
Okay. Jetzt müssten wir ja eigentlich schon bald wieder am Anfang sein. So lang war der Zug ja jetzt auch wieder nicht. Ich speichere das lieber nochmal ab. Ich weiß, dass ich da jetzt ziemlich viele Granaten verbraucht habe, aber die Typen sind einfach furchtbar nervig. Und wenn ich nicht gerade auf einem fahrenden Zug wäre, wäre das ja kein Problem. Dann könnte ich das ja mit dem Rumballern und so machen. Aber wenn die da anfangen, mich da runterzuschieben, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ach ja, stimmt, das waren diese, ja, Frachträume, sage ich mal. Und dann müsste das hier eigentlich jetzt schon der erste Waggon sein, der da jetzt als nächstes kommt. Und vielleicht komme ich ja sogar durch, ohne mich nochmal zu heilen. Da, das habe ich gemeint. Da ist nochmal eine Vorrichtung für einen Hebel, mit der sie gerade nichts anfängt. Vielleicht von der falschen Seite. Ja. Oh, wir haben den Zug abgekoppelt, okay? Die Frage ist jetzt, in welcher Hälfte befinden wir uns? In der, die noch fährt, genau. Ja, herzlich willkommen in Alexandria. Wir sind angekommen. Warum wir eigentlich den Zug abgekoppelt haben, ist mir etwas schleierhaft. Wir wären ja auch so angekommen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind in Alexandria. Und was wir da so machen, da wird einiges auf uns warten, kann ich euch gleich schon versprechen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich bin dann noch allein, weil ich glaube, dass da jetzt am Anfang ein paar Cutscenes kommen, wo es vielleicht einfach sinnvoller ist. Wenn ich da keinen Gast habe, weil der sitzt dann daneben und schweigt die ganze Zeit und hört sich mit mir diese Cutscenes an. Das bringt jetzt auch nicht so wirklich viel, aber ich weiß es noch nicht ganz sicher. Und ja, dann freue ich mich schon drauf. Ist ein schönes Level. Bis morgen, macht's gut, tschüss.